Auch wegen ihr Babys. Dann stimmt ja irgendwie, wo es Großes ist. Hier sind Seile. Und Dynamit. Hier, hier links ist Dynamit und Leuchtfackeln. Ich weiß nicht, ob du... Ja, brauche ich. Sammel erstmal Stoff doch ein. Stoff ist nicht verkehrt. Stoff. Gut, Stoff. Und Stöcke sammle ich ein. Die liegen auch Stöcke. Die sammle ich auch ein. Ne? Die sind ja auch nicht verkehrt. Nee. So, da links ist wieder so eine Kletterwand. Aber hier kann ich noch lang. Hier ist ein Seil. Ja, ich guck mal, wo es hinführt. Wo hast du denn Dynamit? Ich habe nur Leuchtfackeln gefunden. In der Kiste daneben, aber es kann sein, dass keine mehr über... Ach, scheiße. Nee. Das riskiere ich jetzt gerade nicht. Dann gucke ich mir erstmal das andere Seil an. Also, wenn du hier unten weitergehst, dann kommst du zu einem kleinen Seil, was runterführt. Und dann kann man von da aus zu so einem Vorsprung rüberspringen. Das habe ich mich gerade nicht getraut. Ich gehe erstmal zurück und gucke, wo das andere Seil hinführt. Lag da aber noch irgendwas? Nee, ne? Gelegen hat da nichts, nein. Gut. Ich meine, ich denke, dass man den Sprung ganz gut schaffen kann, aber... Ich wollte es nicht riskieren. Ich wollte es nicht riskieren, solange ich noch einen anderen Weg habe. Was wolltest du mit diesem Lachen da gerade aussagen? Kann man gut schaffen. Ich weiß auch nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin halt nicht. Oh nein! Ach. Das kann man innen gut schaffen. Mann innen. Mann innen. Nicht weiblich divers. Männlich-weiblich divers, sondern Mann innen. Oh. Snacks, rote Farbe, Knochen, Medikamente, Dokument und ein weiteres Seil. Ich kletter mal weiter. Hier geht's ein bisschen weiter runter. I'm coming! Oh, ich habe immer Angst, dass ich irgendwie nach hinten runterfalle dann. Hier geht's dann nochmal weiter runter. Vorher liegt hier aber ein Foto auf dem Boden. Ich komme doch. X markiert die Stelle oder irgendwas. Ah, hier hätten wir rüberspringen können von dem anderen Ding aus. Ah. Da drüben ist, da habe ich auf der anderen Seite vom Abgrund schon gestanden. Hier geht's weiter. Boah, ich werde immer nervös, wenn ich so an diesen Seilen hänge hier. Ich komme! Das ist aber ein langes Seil, du. Ich brauche eine Pause, ich kann aufdauern.
Ja, aber das führt jetzt ganz nach unten. Da ist die Kletterwand rechts von mir oder eine Kletterwand rechts von mir. Oh, bin gefallen. Oh, ich glaube, du musst mich aufheben. Bin gefallen. Wie zur Hölle hast du das denn geschafft? Ich habe auch so den falschen Knopf gedrückt. Ja, hier kommen wir nur mit Kletterequipment weiter. Und dann auch weiter runter. Oder auch hoch, da ist ja auch ein Seil nach oben. Ja. Frage ist, ob wir das Kletterequipment hier vielleicht irgendwo noch finden. Ja, das ist eine gute Frage. Und die Antwort ist nein. Das ist sehr ärgerlich, denn dann sind wir in dieser Höhle hier fertig. Aber da drüben geht es doch auch runter, von der anderen Seite. Ja, aber da kommen wir nicht hin. Ach so. Dafür brauchen wir das Kletterequipment. Wenn wir da rüberkommen. Da sind auch Karl Otto unterwegs. Das sieht aber sehr nicht gut. Die große Frage ist halt, wo findet man dieses Kletterequipment? Dann müssen wir wohl doch mal tauchen gehen. Ja. Ich habe nur so ein bisschen Angst vor den Haien. Hallo? Weil das ist ja dann Ozean. Ne? Ja. Ich sehe dein Po. Cool. Ja. Bist du noch da? Was? Ich bin noch da, ja. Warum? Na so. Hin sein? So, guck immer noch dein Po und deine kaputten Schuhe an. Ich sehe deine Schuhe. Kauf dir mal neue. Hier liegt so viel Geld rum. Ich will aber nicht. Wo war denn jetzt hier das nächste Seil? Da hinten. Oh Gott, ich wäre fast runtergefallen hier. Ja, ich habe ja auch noch meine Leuchtpistole, stimmt ja. Und Haarspray habe ich auch noch. Soll ich bei Gelegenheit, soll ich das vielleicht auch mal benutzen? Also beides. Durchaus eine Alternative, ne? Oh Mann, das mit dieser dass wir heute ständig in irgendwelchen Höhlen stehen, wo wir Kletterausrüstung für brauchen, das finde ich total blöd. So. Sag mir mal lieber, wo ich hier wieder hochkomme. Du bist genau falsch rumgelaufen. Du bist genau in die falsche Richtung gelaufen. Ja, gut. Ich laufe jetzt deinem Licht hinterher. Oh, ich bin ja kein Feuerzeug am Leben, das denn nicht. Okay. Na gut, dann gehe ich mal wieder zurück zum Lager, wa? Neu sammeln, würde ich sagen, oder? Okay. Oh. Hier sind übrigens böse Buben direkt am Ausgang. Obwohl, hier sind natürlich noch
Hier sind noch Höhlen auf dem Weg von hier nach Hause quasi. Da könnten wir eigentlich noch mal reingucken. In denen bin ich auf dem Hinweg schon vorbeigekommen. Ich mag keine bösen Buben. Hast du die rote Farbe benutzt? Nein. Ja. Glaube nicht, doch, habe ich. Dann nicht ins Wasser. Weil eigentlich, solange du rot angemalt bist, greifen die dich nicht an. Sagst du? Oh, Krokodil, Krokodil, Krokodil. Ah! Ne, eigentlich ist das der Sinn der roten Farbe, dass die dich dann nicht angreifen. Also ich habe hier einen, der steht einfach hier neben mir und guckt mir dabei zu, wie ich das Krokodil getötet habe. Hat aber bis jetzt noch nichts gemacht. Aber wenn du ins Wasser springst, dann wäschst du die Farbe ab. Okay, kapiert. Irgendwann geht die auch von alleine wieder weg, aber sie ist sofort wieder weg, wenn du ins Wasser springst. Ja, ergibt Sinn, ne? Dann springe ich halt nicht ins Wasser. Dann habe ich einfach so Panik, dass sie doch auf mich zukommen. Jetzt muss ich mal gucken, wo du bist. Ich bin wahrscheinlich von dir weggelaufen. Ja, ja. Ich bin genau auf der anderen Seite vom See. Ich wollte mir die Höhle hier noch angucken. Ja, ich komme. Ja, du kannst natürlich auch versuchen, erstmal nach Hause zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Höhle ist, Nein, in der wir noch nicht waren. Vielleicht ist das auch eine Höhle, die wir kennen. Ich habe sie auf jeden Fall irgendwann mal markiert. Ich klettere da erstmal runter und gucke. Wir sollten mal gucken, ob wir dir auch so einen Wasserschlauch craften können, falls du noch keinen hast, weil der ist echt nützlich. Ich meine, gut, du hast das ganze Soda noch dabei, ne? Aber. Also da kannst du ungefähr viermal draus trinken, bevor der leer ist. Sobald das Spiel dir sagt, dass du Durst hast. Also das ist irgendwie so eine Wasserfallhöhle oder irgendwas. Es geht hier ziemlich weit runter. Also ziemlich weit runter. Da ist ein Zeltlager, drei Zelte und irgendwas liegt davor. Ich kann hier vom Seil aus noch nicht erkennen, ob das ein Lagerfeuer ist, einfach nur. Oder irgendwas anderes. Ich gehe da jetzt auf jeden Fall hin und gucke mir das mal an. Jede Menge Leuchtfackeln auf jeden Fall. Und eine Kinderzeichnung von irgendeinem Ding, was auch immer. Irgendein Gebilde. Okay. Sieht fast aus wie ein Monolith oder Obelisk oder sowas. Und hier sind unter Wasser Leute angebunden worden. Da geht es noch weiter runter.
Auf jeden Fall sind hier keine Gegner bisher. Du bist dran vorbeigelaufen übrigens, oder? Ja. Welche Fahne ist denn das? Da war eine gelbe Fahne. Also das ist der Höhleneingang, der jetzt quasi direkt nördlich von dir ist. Da bin ich rein. Oh, guten Tag. Da hängt einer. Herzlich willkommen. Alter, wie weit geht denn das hier runter? Hier waren wir definitiv noch nicht. Da ist ein Hähnchen, Hannes. Und noch irgendwas anderes. Ich glaube, ich zünde erstmal den Kleinen an. Oh. Irgendwas Interessantes ist hier unten auf jeden Fall. Das klingt doch schon mal sehr gut. Also Hähnchen Hannes steht vor einer Wand, die irgendwelche komischen Löcher hat oder irgendwas. Ich weiß nicht genau, lässt sich schlecht beschreiben. Stand im Wasser. Einfach immer weiter nach unten klettern. Du kletterst einmal relativ weit nach unten, bist dann an so einem Wasserding, an so einem Zeltlager, an so einem Wassersee und da ist dann irgendwo noch ein Seil, das weiter nach unten führt. Dann bist du da, wo ich jetzt gerade bin. Also ich bin hier im Wasser. Ich habe kein Zeltlager. Muss ich tauchen? Nein. Kann ja aber nirgendwo langlaufen. Behindert? Wenn du in der gleichen Höhle bist wie ich, du bist nicht in der gleichen Höhle wie ich. Du bist genau in den falschen Eingang gegangen. Aber ich bin einen reingegangen, ich war da noch nicht. Ja, ja, da sind auch böse Buben, soweit ich das gerade sehen kann. Da können wir dann auch nochmal gucken. Da muss ich hintauchen. Ja, also entweder machst du deine Höhle da weiter oder du kommst hier in meine rüber. Ich komme in deine rüber, weil in deiner waren interessante Sachen. Bei mir war hier gerade noch nichts. Naja, in deine gucke ich dann als nächstes rein, weil da ist ja offensichtlich, sind wir da ja noch nicht gewesen. Ja, da können wir dann auch zusammen gucken, wenn es ums Tauchen geht. Ich bin auch blind beim Tauchen. Okay, hier ist auf jeden Fall noch Dynamit. Das ist gut. Ich brauche welches, ich habe keins. Oh, eine Audiokassette. Gott sei Dank. Als ich das letzte Mal respawned bin und meine Ausrüstung holen musste, da waren sie alle weg. Waren meine Kassetten ja alle weg. Jetzt habe ich wieder eine. Jetzt kann ich den Walkman wieder benutzen, um Ausdauer zu regenerieren. Ja. So, was ist das hier? Ach, das sind Rettungsreifen. So Rettungsringe vom. Die haben sich hier überall an die Wand gehangen, okay. Das ist ja mein Orientierungssinn. Du kannst mich da wieder rein loslaufen lassen. Sagt der gelbe Fahne.
Ich habe aber auch, ich habe aber auch, ich habe auch gesagt, die Höhle direkt nördlich von dir. Ja, ich und Norden, Westen, Osten, Süden. Wenn du da nicht auf die Karte guckst, das kannst du kannst mich nicht dafür verantwortlich machen. Ich habe dir relativ genaue Angaben gegeben.